Herzlich willkommen zur Abendandacht der Evangelisch-Reformierten Kirche mit dem Westminster Bekenntnis. In dieser Passionszeit denken wir anhand des Johannes-Evangeliums über Jesu Leiden und Sterben nach. Und das Thema für diese Reihe von Andachten ist Jesu Liebe bis ans Ende. Die Psalmenlesung ist heute Abend Psalm 133. Psalm 133. Ein Wallfahrtslied von David. Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dort hat der Herr den Segen verheißen, Leben bis in Ewigkeit. Die Lesung aus dem Johannes-Evangelium ist heute Abend Johannes 13, die Verse 33 bis 35. Kinder, nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen. Und wie ich zu den Juden sagte, wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, so sage ich jetzt auch zu euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben solltet, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Und daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe Zuhörer, die beiden vorangehenden Versen, worüber wir gestern nachgedacht haben, die strömten vor Herrlichkeit über. Der Vater verherrlicht den Sohn und der Sohn den Vater. Und es wird klar, die kommenden Geschehnisse berühren unseren Herrn und Heiland Jesus Christus sehr. Aber bei dem Großen, bei dem Wunderbaren, das stattfinden wird, vergisst er seine Jünger nicht. Nein, er spricht gerade sie jetzt mit Liebe an und macht ihnen sozusagen seinen letzten Willen bekannt. Kinder, sagt er, was für ein liebevolles Wort. Es ist das erste Mal, dass Jesus seine Jünger so nennt, wenigstens so wie wir es im Johannesevangelium lesen. Und was für eine Liebe spricht daraus? Eine Liebe, die nach Johannes 13, Vers 1 bis ans Ende geht. Eine Liebe, die auch macht, dass er sich jetzt von seinen Jüngern verabschieden muss. Nur noch eine kleine Weile bin ich bei euch, sagt er. Dann werdet ihr ohne mich weiter müssen. Denn wohin ich gehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Jesus muss den Weg zum Kreuz alleine gehen. Er wird zu Ostern alleine von den Toten auferstehen. Und seine Himmelfahrt wird er auch alleine machen. Seine Jünger können dort nicht kommen. Jedenfalls nicht sofort. Nicht bevor Jesus ans Ziel gekommen ist. In den kommenden Stunden wird Jesus noch mehr erzählen über die Zeit, die auf sie zukommt. In Johannes 14 und 16 wird er ihnen versprechen, dass der Heilige Geist kommen wird. Aber jetzt sagt er schon das Wichtigste, sein letzter Wille für die Jünger und damit auch für uns. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Vielleicht denkst du, was ist daran neu? Liebe ist doch immer schon wichtig gewesen. Im Alten Testament ging es doch auch darum. Und Jesus hat es auch schon mal gesagt. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, das war das Gebot zur Nächstenliebe. Das ist ein universelles Gebot. Es bedeutet, dass wir das, was wir uns selbst wünschen, auch anderen wünschen. Leider sündigen wir schon oft gegen dieses Gebot. Wir sind egoistisch und finden uns selbst doch wichtiger als unsere Nächsten. Aber was Jesus hier sagt, ist noch viel radikaler. Denn die Norm für unsere Liebe ist nicht unsere Selbstliebe, so wie es bei der Nächstenliebe ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern die Norm für die Liebe in diesem Gebot ist die Liebe Jesu.
Wie ich euch geliebt habe, so müsst ihr auch einander lieben. Das neue Gebot bedeutet also nicht mehr, dass wir den anderen für genauso wichtig halten wie uns selbst, sondern dass wir ihn für wichtiger halten. Jesus hat sich selbst nämlich nicht geachtet. Er hat sich selbst nicht für wichtig gehalten. Er hat uns so geliebt, dass er sein Leben für uns aufgab und opferte. Und so sollten wir auch einander nach Jesu neuem Gebot lieben. Siehst du, wie radikal das ist? Wir scheitern schon in der alten Version des Liebesgebots, aber Jesus legt die Messlatte viel weiter nach oben. Es ist eine Liebe, die alles menschlichen und irdischen Lieben übersteigt. Im Psalm 103 steht, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade. Und da könnte man auch lesen, Liebe. So groß ist seine Liebe über denen, die ihn fürchten. Aber Gott fordert nie etwas von uns, das er nicht selbst für uns machen würde. Er gibt, was er gebietet. Er gebietet, was er gibt. Und in diesem Kapitel haben wir schon gesehen, wie Jesus sich erniedrigt hat und die Sklavenarbeit des Fußwaschens getan hat. Und in den kommenden Wochen werden wir sehen, wie Jesus sich erniedrigt hat und den höllischen Weg zum Kreuz gegangen ist. Da gibt er uns, was er gebietet. Eine Liebe bis ans Ende. Hast du so deine Geschwister lieb? Hast du dieses Gebot in deinem Herzen? Ab und zu hört oder liest man, wie Leute dieses Gebot umgesetzt haben. Ich denke da an Pater Maximilian Kolbe. Er war im Konzentrationslager Auschwitz und hat sein Leben für einen kinderreichen Familienvater hingegeben. An jenem Tage, am 14. August 1941, sollte im Zug einer Verkältungsmaßnahme in einem Abschnitt des Lagers jeder 10. Häftling erschossen werden. Die Häftlinge mussten antreten und bis 10 abzählen. Jeder, auf den die Zahl 10 fiel, hatte damit sein Todesurteil erhalten. Und Pater Kolbe, einer der angetretenen Häftlinge, kannte den Menschen mit der Nummer 10, der neben ihm in der Reihe stand. Und Pater Kolbe wusste, dass es der Vater einer kinderreichen Familie war. Ohne zu zögern, bat er darum, anstelle des Mannes getötet zu werden. Und seiner Bitte wurde entsprochen. Warum ist es Jesus so wichtig, dass wir diese Liebe haben und umsetzen? Da sagt er in Vers 35, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es ist nämlich ein Zeugnis für die Welt, wenn Menschen so diese Liebe, die radikale Jesusliebe, zeigen. Spurgeon erzählte einmal, am Montag sprach ich mit einem Bruder vom Kongo, unter anderem auch über die vielen Sterbefälle der Missionare, die dort vorkämen. Und er sagte, ja, es sieht sehr betrübend aus, dass so viele Missionare sterben müssen. Aber Herr Spurgeon, fügte er hinzu, das ist das erste wirklich hoffnungsvolle Werk, das wir in Afrika getan haben. Ich habe es oft mit eigenen Ohren von den Eingeborenen sagen hören. Diese Männer müssen eine wahre Religion glauben, sonst würden sie nicht hierher kommen, um für uns Schwarze zu sterben. Die Leute dort fangen an, diese neue Art von Beweisen für die Wahrheit des Christentums zu glauben. Das Blut der Missionare wird der Same der Kirche. Und ich zweifle nicht daran, dass es so ist. Wenn wir ganz und lediglich christlich leben könnten, wenn wir uns aus uns selbst herausgehen und uns über weltliche Vorteile erheben und so beweisen könnten, dass wir das wirklich glauben, was wir sagen, dann würden wir auch unsere Mitmenschen von der Wahrheit des Christentums überzeugen können. Bis soweit Spurgeon. Liebe Zuhörer, Jesus hat gezeigt, was es bedeutet, bis
ans Ende zu lieben. Lasst uns auch so einander lieben. Lasst uns diesem neuen Gebot befolgen, damit wir Jesu Namen verherrlichen und ein Zeugnis für die Welt sind. Ich bete. Herr Jesus, wir danken dir für deine große Liebe, die bis ans Ende ging, die bis zum Kreuz ging, aber die auch durch den Tod hindurch auferstand. Und die Liebe geht so weit, dass wir wissen dürfen, dass du jetzt im Himmel bist und für uns eintrittst, dass du jetzt für uns betest. Herr, wir danken dir auch für das neue Gebot. Wir bekennen, dass wir nichts davon in uns selbst haben, sondern dass wir vor allem uns selbst lieben. Vergib uns unsere Lieblosigkeit und wirke in uns ein Verlangen danach, dass wir dieses neue Gebot in die Tat umsetzen. Und ja, vollbringe dann auch das Wirken dieses Gebots in uns. Zu deiner Ehre und zum Wohl der Menschen. Amen.